Man sagt, der Zählerschrank soll immer so montiert sein, dass der Zähler im Sichtfeld ist. Natürlich ist das subjektiv, es gibt ja kleine Menschen, größere Menschen, aber es gibt einfach kein genormtes Maß. Herzlich willkommen zu meinem ersten Werkstatt-Vlog. Wie ihr seht, habe ich angefangen. Ich zeige euch jetzt kurz, um was es geht und dann legen wir los. Da hier unten ist meine Zuleitung, die legen wir in den Zählerschrank drauf. Da kommt mein Zwischenzähler für meine Halle ein. Aber natürlich können andere Sachen auch noch gemacht. Der Bereich wird mein Werkstatt, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt. Das Herd geht da vierer, das Herd aber da dann auf. Und da bis dahinter. Ich tue meinen Raum, die Werkstatt, nicht komplett schließen. Das heißt, auf diese Seite, da nach vorne, ist dann natürlich offen und ich habe Platz ohne Ende. Die Trennwand ist ein Ständerwerk und ESB-Platten, nicht OSB, sondern ESB, die, keine Ahnung, sind feiner, erstens sind sie heller, man kann glaube ich gleich drüber streichen, wo sie wahrscheinlich überhaupt nicht da wird. Und auf alle Fälle, wo es ein Riesenunterschied ist, die Oberfläche ist auf einer Seite sehr, sehr, sehr viel glatter. Da ist der Zählerschrank. Zuleitung ist da unten ein Kleinkasten, schon ein 5x16er, ohne FI, die hängt da drin auf einen Lasttrenner, auf einen Lasttrenner drauf. Die Zuleitung reicht nicht für den Zählerschrank. Aber in dem Klemmkasten ist ein Klemmstück drin. Das heißt, dies montiere ich da unten und lege ein neues Kabel da rein und klemme es dann da drauf. Die erste Geschichte war geschafft. Da brauche ich jetzt noch gar nicht weitermachen, weil mir was Entscheidendes fehlt und das ist der Zwischenzähler. Möchte ich auch noch gleich dazu sagen, das ist nur ein reiner Zwischenzähler. Da drin wird die Anlage sowieso komplett gemessen. Genau deswegen habe ich da hier unten auch keinen Überspannungsschutz nicht eingebaut. Ich habe mir den Platz gelassen, ich habe einen Überspannungsschutz vorliegen, allerdings ist ja dies von Hausanschluss ewig weit weg. Ich werde jetzt da mit denen mal telefonieren, ob und was man da nachmachen kann oder machen kann. Das ist ja eine ältere Anlage, da ist kein Überspannungsschutz noch nicht drin. Oder ob ich den da drüben irgendwie nachrüsten kann und da dann irgendwo einen kleinen einbaue, möchte ich mit denen vorher klären. Die Geschichte ist erledigt. Jetzt geht es aber gleich weiter, kümmern wir uns mal ein wenig um Beleuchtung. Das ist jetzt so alte Bestandslampe, die machen wir jetzt einmal auf und schauen wir, was für Schaltung ist. Ob da ein Starter drin ist oder wie das ausschaut. Ob wir alles ausreißen, schauen wir uns mal an.
Das sind ganz normale Leuchtstoffröhren, VVG, KVG, die baue ich auf LED um und da nehme ich aber dann so ein Starter-Set. Da baue ich nicht alles aus. Für die VVG, KVG kann man so eine Starterbrücke einbauen und eine LED-Röhre und schon funktioniert das. So, das heißt, der Bestand, um Gottes Willen, hat es total schief. Der Bestand wird umgerüstet auf LED und das da herin, die Werkstatt, wird natürlich auf neue LED umgebaut und das machen wir jetzt. Jetzt richten wir einen Laser aus mit einem Abstand, weil da rund kommen der Kastel hin, ca. 60 cm. Das heißt, ich gehe auf ungefähr 60 cm da entfernt mit der ersten Leuchtenreihe, dass wenn ich da stehe, ich mir nicht selber einen Schatten daher werfe. Da werde ich ja was sehen. So machen wir es. Laser, ich kann mir keinen stabilen Laser nicht leisten, also muss der Bosch auch reichen. Jetzt mag ich das Ergebnis zuerst einmal sehen, wie das ausschaut. Im Übrigen habe ich mich einmal umentschieden. Ich mache die Lampen diese Seite drauf und jetzt probiere ich mal, wie die eine klappt. Die Reihe ist dran, packen wir die nächste.